Hallo. Ich besuche ja seit Anfang dieses Jahres die Abendrealschule. Ich habe jetzt ein Video online gestellt, wie ich dazu gekommen bin. Und ich habe mir jetzt überlegt, einfach mal zu erzählen, was einen so auf der Abendrealschule erwartet. Ich bin ins erste Semester eingestiegen. Man kann vorab einen Einstellungstest machen, so kann man sich das erste Semester schenken, sofern man den Einstellungstest besteht. Ich war zu spät dran. Ich hatte mich spontan entschieden, die Abendrealschule zu besuchen. Ich konnte diesen Test nicht mehr machen. Ich hätte ein halbes Jahr warten müssen, um den Test wieder zu machen. Somit habe ich mir gesagt, okay, das erste halbe Jahr nimmst du es einfach mit. Somit bin ich ins erste Semester eingestiegen. Die Abendrealschule, die strukturiert sich über 4 Semester. Also das erste Semester spiegelt das 8. Schuljahr, das 2. das 9. Schuljahr, das 3. das 10. Schuljahr und das 4. Semester bezieht sich hauptsächlich auf die Abschlussprüfung, die ja mittlerweile auch von einem unabhängigen Institut gemacht werden, so wie beim Abitur auch. Ich war halt spät dran, konnte den Einstellungstest nicht machen, bin ins erste Semester eingestiegen, was im Nachhinein auch eine durchaus gute Idee war. Ich fange einfach mal mit Deutsch an, was man so im ersten Semester in Deutsch macht. Als erstes beginnt man mit dem Zusammenfassen von Texten. Also man bekommt einen Text, diesen Text bearbeitet man, man arbeitet diesen Text durch und man zieht einfach einzelne Informationen aus dem Text heraus. Also, und fasst diese dann halt zusammen. Man streicht Überflüssiges ab und man fasst Texte zusammen. Man nimmt auch Stellung zu diesen Texten. Man bearbeitet Texte. Man lernt das richtige Bearbeiten von Texten. Nebenbei nimmt man vieles, oder man nimmt nebenbei auch grammatikalische Sachen durch. Kleine Großschreibung haben wir auch durchgenommen. Dann haben wir... Nach dem Zusammenfassen von Texten haben wir angefangen, Erzählungen zu schreiben, dass man halt einen vorgegebenen Text hat, zu diesem Text eine Erzählung schreibt, also dass man sich da auf eine kurze Einleitung bezieht, dass man dann halt in der Erzählung eine Spannung aufbaut, dass man halt Handlungen mit plötzlichen Wandlungen mit einbezieht, dass man kurz vorm Schluss auf den Höhepunkt kommt, dass man wirklich eine Spannung aufbaut, dass man mit Vergleichen arbeitet, dass man den Text spannend und lebendig gestaltet, dass man durch Verzögerungen und Beschleunigungen halt die Erzählung spannend macht. Das ist ja so der wichtige Punkt. Wir haben uns sehr viel auch mit Grammatik und Rechtschreibung beschäftigt, was ich persönlich sehr gut fand, da ich dort einige Schwächen habe. Also Fach Deutsch, erstes Semester, 100%. Zweites Hauptfach Englisch. Wenn man sich entscheidet, die Abendrealschule zu besuchen und sich im Vorfeld sagt, oh Mann, Englisch, das ist ja schon 10 Jahre her, ist bei mir auch der Fall, ich bin 32. Ob das wohl funktioniert, ne? Ich bin so lange aus der Schule raus. Es lohnt sich. Man fängt in Englisch im ersten Semester mit der ganz einfachen Grammatik an. Man fängt mit der Gegenwart an, ne? I go to school, ne? He, she, it goes to school, he, she, it, es muss mit und man behandelt die einfache Vergangenheit, wo man dann halt bei den Fragen durch das sit dann das Verb wieder in die Gegenwartsform setzt. Man behandelt das Präsentenz, ne? Das, was immer geschieht. Ne? Zum Schluss sind wir noch eingestiegen in die Will Future, also in diese ich werde das und das tun. Ne? die Nervosität des Videos. Also Englisch fängt man wirklich ganz vorne an. Ne? Ich muss dazu sagen, wir haben eine sehr gute Englischlehrerin, die geht wirklich auf jeden ein. Sie passt den Unterrichtsstoff sehr, sehr dynamisch an. Also jemand, der wirklich große Englischprobleme hat, hat auch einen Gewinn am Unterricht. Genauso wie jemand, der schon gewisse Grundkenntnisse hat. Bei mir ist es so, ich habe ein sehr großes Vokabular. Ich kenne viele Vokabeln, nur ich krieg die Sätze nicht zusammengestrickt.
Unsere Lehrerin gibt uns dann häufig übers Wochenende Hausaufgaben auf, dass wir halt einen kleinen Aufsatz schreiben. Sie sammelt dann, wenn sie merkt, dass jemand wirklich interessiert ist, diesen Aufsatz ein. Meinen sammelt sie jedes Mal ein, weil ich schön brav immer eine DIN A4-Seite schreibe. Korrigiert das. Also eine super Sache. Also Englisch habe ich auch viel mitgenommen. Gut. Weiteres Fach Mathe. Im ersten Semester beschäftigt man sich mit Zuordnung. Also proportionale, antiproportionale, nicht proportionale Zuordnung. Unter Zuordnung versteht man, eine Tafel Schokolade kostet 1 Euro, wie teuer sind 5 Tafeln Schokolade. Ja, da haben wir jetzt eine proportionale Zuordnung. Ne? Also mit der Menge steigt der Preis, also linear, das ist eine lineare Kurve. Bei einer antiproportionalen Zuordnung hat man halt das Szenario, 4 Bauarbeiter brauchen 10 Stunden für den Bau eines Hauses. Wie lange braucht ein Bauarbeiter? Ein Bauarbeiter, der braucht natürlich nicht, also wenn 4 Bauarbeiter 10 Stunden brauchen, braucht ein Bauarbeiter 40 Stunden. Das ist halt eine antiproportionale Zuordnung. 2 brauchen 20 Stunden, da muss man halt auf 1 runtergehen. Das halt zu unterscheiden, das auch mit sehr kniffligen Matheaufgaben, war schon sehr interessant. Wir haben es des Weiteren mit Prozentrechnung beschäftigt, vermehrter, verminderter Prozentwert, teilweise auch knifflige Sachen, sicherlich 1% von 200 sind 2, ne? Das kennt jeder, nur es gibt halt im Bereich der Prozentrechnung ganz interessante Geschichten. Zum Ende von dem Fach Mathe haben wir uns mit Termrechnung beschäftigt, was auch eine interessante Geschichte ist. Wir haben halt Addition, Subtraktion, Multiplikation, das Teilen von Termen angefangen. Dann haben wir einfache Gleichungen gelöst, also ohne Klammerrechnung halt das Auflösen oder das Lösen von Gleichungen nach x oder was auch immer. Wir haben da 3 Arbeiten geschrieben. Ich fand's sehr, sehr leicht, hab da auch auf dem Zeugnis eine 1 bekommen. Der ein oder andere hat sich da schon etwas schwerer mitgetan. Mathe habe ich trotz alledem einiges mitgenommen. Jetzt komme ich zu den Nebenfächern. Naturwissenschaft. Da haben wir einen Biologielehrer, der sich auch schwerpunkttechnisch mit Biologie beschäftigt. Ich trinke mal einen Schluck Cappuccino, bewusst. Wir haben uns eingangs mit der Photosynthese beschäftigt. Daran anliegend halt die Zellatmung. Das haben wir halt mit einem Mikroskop analysiert. Ne? Anhand der Wasserpest, das ist halt so eine Wasserpflanze, wo man sehr gut die Zellen erkennen kann. Ne? Haben uns dann halt auch mit den Zellen beschäftigt, Zellkern, Zellplasma, Zellwand, bla bla bla. Im Anschluss haben wir uns mit Kohle, mit dem Entkohlungsprozess beschäftigt, wie Kohle entsteht. Dann halt mit Atomen und Kernspaltung, in Anlehnung halt mit Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk, wie das alles funktioniert. Erdöl haben wir besprochen, halt wie das alles entstanden ist, wie man halt in der Gründerzeit anfänglich Erdöl benutzt hat, halt die Dampfmaschine allgemein. Semester, also der rote Faden des Semesters war halt Energie. Wir haben uns auch mit regenerative Energien beschäftigt, halt mit Windkraft, mit Photovoltaik, mit Solar. Naturwissenschaft war ein sehr interessantes Fach, also kann es nur jedem empfehlen. Also in der Abendschule Naturwissenschaft aktiv zu machen, ist wesentlich interessanter als jetzt hier auf D-Max irgendwie da halt sich so eine Sendung reinzuziehen. Ist meine persönliche Meinung, weil wenn man den Stoff aktiv bearbeitet, nicht passiv vom Fernseher sitzt, dann ist das spannender. Man entwickelt auch eine richtige Neugier, man arbeitet mit den Sachen, man lernt.